Radoslav Gilowitz, eine Auswahllegende zu Besuch in der alten Heimat. Du hast ja heute Lech Posen, also außer gegen Lech Posen angeschaut. Wie hat dir das Spiel gefallen? Allgemein war gute Fight, kann man sagen. Die zwei Mannschaften haben bis Schluss gekämpft, war viele Emotionen, war ein volles Stadion, war gute Stimmung und ja, ich glaube, beide Mannschaften sind mit diesem Ergebnis unzufrieden. Erzähl mal, du warst heute beruflich hier. Ja, ich bin Experte beim Viaplay Polen. Außerdem habe ich Fußballschule, aber nur für die Stürmer. Deswegen werde ich Austria-Stürmer brauche für die Zukunft, dann bitte melden. Ein Spaß beiseite natürlich. Bin ich sehr beschäftigt. Ich war vorher 2,5 Jahre bei der Nationalmannschaft und wie gesagt, praktisch jede Wochenende bin ich bei Deutscher Bundesliga als Experte zuständig. Genug zu tun. Viel unterwegs, oder? Sehr viel unterwegs. Vor allem jede Wochenende praktisch, entweder in Deutschland oder in Warschau. Deswegen viel zu tun. Ich bin wirklich froh, weil ich seit 7 Jahren war ich nicht mehr hier. Und ich bin begeistert von diesem Stadion auch und dem Umbau. Ich war heute beim UEFA-Lunch, war ich auch mit der Präsidentin von Lech Posen und vor allem von der Austria und hat mir Spaß gehabt. Und du warst gestern mit Holdi auch in der Kabine, gell? Auf deinem alten Platz, habe ich gesehen. Ja, ich musste das alles anschauen, weil ich, wie gesagt, ein paar Jahre nicht mehr da. Deswegen, wie gesagt, Erinnerung ein bisschen kamen wieder zurück. Ich bin 51 Erinnerung ist wird immer nicht leichter, aber wie gesagt, das war eine sehr schöne Zeit hier. Das waren 3 Jahre und wie gesagt, viele Freunde wiederzusehen und diese Zeit, was ich hier hatte, das war fantastisch. Ja. Ja, und wenn du dich mit Stürmern beschäftigst, wie viele Talente gibt es da? Wie arbeitest du mit diesen Talenten? Wie funktioniert das? Zu mir kommen Spieler natürlich von Vereinen, die wollen zusätzlich trainieren. Das heißt, bei uns, wenn man einen Lewandowski hat, ein Vorbild ist, wir haben deswegen, jeder will Lewandowski sein, deswegen, wie gesagt, es ist genug Talente, aber braucht man natürlich Zeit. Und ihr arbeitet dann individuell mit diesen Talenten? Ja, das ist so wie in England. 60% Spieler arbeitet schon zusätzlich außer Verein, auf seine Position. Deswegen ist es ganz normal und kommt es überall. Das Beispiel Verteidiger trainiert nur Verteidigung und Stürmer schießt die Tore. Und man hat im Verein, kann man sagen, viel zu wenig Zeit für sowas. Deswegen Beispiel, in Polen kommen die zu mir. Hast du schon mit Manuel Ortlechner gesprochen? Ja, wir tauschen uns wieder aus. Also wir haben da überhaupt kein Problem. Wir schätzen uns sehr und wie gesagt, es freut mich wieder, viele bekannte Gesichter zu sehen. Vielen Dank, alles Gute. Danke.